Moin Leute, weiter geht's mit unserem Let's Play Dorfromantik. Wie gesagt, ich habe nicht weitergespielt. Das heißt, wir machen genau an dem Punkt weiter, wo wir mit dem ersten Teil aufgehört haben. Ich finde, kann sich doch schon sehen lassen, ne? Also große Ackerwirtschaft. Das kann man schon als Kleinstadt ansehen. Unsere Bahnstrecke, Flüsse, 4000 Punkte, 57 Karten. Ich denke mal, fürs erste Mal spielen hätte schlechter laufen können, möchte ich mal sagen. Okay, machen wir weiter. Was haben wir denn für eine... okay, Baumabschluss. Ja, ich würde sagen, das sitzt da schon recht gut. Ja, im letzten Video haben wir ja Lavendelfeld freigeschaltet, also Lavendelbiom freigeschaltet. Da bin ich mal gespannt, weil ich mir jetzt darunter nicht so richtig vorstellen kann, ob das jetzt... jetzt ähnlich wie mit dem Weizen anzusehen ist, dass man plötzlich riesen Lavendelfelder hinbauen kann. Lassen wir uns so überraschen, ne? Zählt das dann eigentlich mit hier, oder? Ja, was soll damit zählen? Ja, ich würde sagen, so ergibt das am meisten Sinn, ne? Führen wir jetzt den Fluss weiter mit den Bahnschienen? Nee. Ich würde sagen, wir versuchen den Fluss hier uns rechts im Fluss zu machen und die Bahnschienen vielleicht ein bisschen südlicher Gefilde. Was brauchen wir denn hier? Die Weizenfelder, das müssen wir fertig bekommen oder erweitern. Oh, jetzt haben wir wieder was Flussmäßiges. Ich würde sagen, so, ne? Dann haben wir am Platz, was möchte ich denn? Über 399 Bäume. Okay. So, und das ist nämlich das, was ich glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal mit erwähnt hatte im ersten Teil schon, dass wir jetzt die hier so eine Lichtung drin haben und damit können wir natürlich die Bäume nicht mehr hier aneinander verbinden. Anders wie es hier jetzt zum Beispiel ist. Ne? Dann. So. Ah, doch. Huh. War natürlich geplant gewesen, das ist ja ganz klar. Hat nichts mit Glück zu tun, das war alles alles gekonnt. So. Dann machen wir hier weiter. Unsere Bahnschiene. Nee. Nö. So? Nee. So? Ah. Wieder nur. Ja, machen wir so. Machen wir das, dann haben wir nämlich das erfüllt. Wie gesagt, man muss ja, ich habe zwar noch reichlich Karten, ne, aber wir müssen im Hinterkopf haben, dass wir nicht unendlich viele Karten drauf lastern können, wenn wir keine Aufgaben erfüllen. Ne, das muss man immer im Hinterkopf haben. Hier brauchen wir noch ein einziges Haus. Das zählt ja dann trotzdem, ne? Dann ist das egal, dass da eine tote Stelle ist. Okay. Jetzt, ja, das... das habe ich jetzt so vorhin echt verpennt, als wir angefangen hatten. Ich wollte ja eigentlich mit den Bahnschienen hier entlang und dann hier unten unseren Zug im Nirgendwo landen lassen. Jetzt habe ich das natürlich da was hingesetzt. Okay. Ja, ist blöd gelaufen. Okay, da geht das nicht. Warum nicht? Weiter. Oh, ein einzelnes Haus. Ja, schließen wir mit der ganzen Chose ab, ne? So. Champion.
Oh, ich habe Champion 1 erreicht. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Erringen Sie einen Highscore von 10.000 Punkten. Wir haben nicht mal die Hälfte. 116 Felder haben wir schon platziert. Das ist sexy. Okay, wir könnten das hier oben jetzt schön abschließen, aber wir haben da wieder ein Stück Bahn mit dran. Will ich das jetzt hier hinsetzen? Will ich. So, Häuser haben wir soweit erledigt, die Aufgabe. Das heißt, mit dem einzelnen Haus können wir jetzt hier nichts mehr vom Hocker reißen. Dann lassen wir das da einfach angrenzen. Das kann ich nicht machen. Also brauchen wir wieder eine Kurve. Dann führen wir den da weiter. Bauen wir da mit der Stadt weiter. Jetzt haben wir wieder so ein Bahnkreuz. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt mit dieser ganzen Bahngeschichte anfangen soll. Wir gucken mal, dass wir das da oben irgendwo hinführen. 45 Weizenfelder. Ja gut, das muss dahin, ist klar. Unseren Fluss weitermachen. Ich kann das nicht drehen, warum nicht? Ach so, wegen dem Fluss, okay. Ja, macht Sinn. Dann schließen wir das doch hier ab. Genau. Ein paar Häuschen, die können wir ja hier mit anbringen. Ne, kommt da eigentlich ganz gut hin. So, hier ist einmal nix, einmal nix. Ja, setzen wir es einfach da hin. Ne? 91 Häuser anbauen. Ist natürlich auch so eine Sache, wenn man dann unten, also wir könnten jetzt unten die Häuser reinmachen, klar, dass wir es nicht machen, oder halt oben, ne? Deswegen muss man beim Bau noch immer aufpassen, dass man vielleicht dann auch, so wie jetzt, könnten wir nur die oberen, nur die untere, oder dann halt auch beide angrenzen lassen, ne? Das, wie gesagt, man muss halt auch schon ein Auge drauf werfen. So, das drehen wir so hin, dass wir hier oben unseren Wald weiter ausbauen. Oh, ein Boot. Wir haben ein Boot. Das geht nicht. Warum nicht? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich... Ich kann das Boot zwar irgendwo ins Leere setzen, aber ich kann es jetzt hier nicht ansetzen. Das jetzt da hinsetzt und nun? Müssen wir mal schauen, dass wir das in Verbindung kriegen. Vielleicht braucht der eine Anbindung, weiß ich nicht, zu den großen Wasserfeldern oder so. Müssen wir mal schauen. Kann mir das jetzt nicht erklären, warum es nicht passt. So, jetzt drehen wir das so rum. Bauen können. Geht nicht, geht so rum. Das dahin, nee. Ja, machen wir hier eine weitere Aufgabe erfüllt. Das ist so ein Feldabschluss hier. Kommst du da hin? Drehen wir jetzt mal dahin. Ach, du Jemine. Das ist ja getrennt. Oh, das habe ich gar nicht beachtet. Unser Feld ist ja getrennt.
Das heißt, die hier zählen, also die linken drei zählen gar nicht mehr mit zu den Re okay. Okay. Nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, du darfst schon mal nicht dahin. Du kannst aber dahin. Oh, da kriegen wir gleich wieder so einen Wasserbahnhof. Unser Bahnnetz ergibt total viel Sinn. Wo setzen wir unseren Wasserbahnhof hin? Und wo setzen wir die Bahnschienen hin? Also Bahnschienen geht unten weiter. Entweder setzen wir jetzt unseren Wasserbahnhof da unten hin oder vielleicht da oben. Hierhin, dorthin, dorthin. Komm, packen wir da hin. So, die passen natürlich wieder zueinander. Dann haben wir plus 3. Müssen wir hier unten weiter machen, unserem Fluss? Ich verstehe das nicht. Was? Ich kann das zwar da hinsetzen, aber jetzt habe ich. Ach, okay, der wird wahrscheinlich dann die großen Flussfelder meinen. Hier unsere großen Seen, nenne ich sie jetzt mal. Davon hätten dann wahrscheinlich die aneinandergereiht werden müssen oder so. Und nicht auf dem kleinen Fluss. So, jetzt haben wir die Aufgabe natürlich nicht geschafft. Das Boot ist zwar ne, dennoch da, aber wir kriegen dadurch keine Karten. Haben jetzt daraufhin nur noch 37. Klingt viel, kann aber auch wenig werden, wenn man keine weiteren Aufgaben erfüllt. Ne? Deswegen müssen wir jetzt natürlich langsam mal schauen, dass wir hier weitere Aufgaben erfüllen. Sonst ist die Runde schnell vorbei. Dann würde ich zwar natürlich ein neues Spiel starten, klar, weil das Spiel einfach Spaß macht, aber es wäre schade. Können wir damit was anfangen? Wir könnten das dann vielleicht noch beides zusammenbringen. Ach, hier, guck mal an. Lass uns doch unser Schienennetz hier einmal enden auf der Seite. So. Dann kann das hier unten weiterfahren und haben eine Aufgabe erfüllt. Einzelnes Haus. Da oben wäre sowieso egal. Da haben wir jetzt noch nichts Großartiges. Noch ein einzelnes Haus, das können wir jetzt hier hinsetzen. Die Schiene führen wir hier natürlich weiter. Ein paar mehr Häuser. Das bringt uns alles nicht so richtig weiter. So. Wir führen unser Schienennetz da unten immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, das hatte ich eigentlich gehofft, dass wir dann so eine Karte bekommen, dass wir dann hier oben beide Felder wieder miteinander erschließen, haben damit die Aufgabe erfüllt und haben uns sogar noch Platz gelassen, dass wir da weiterführen können. 99 Häuser. Okay. Naja, so können wir jetzt hier noch weiterbauen in unserem Feld. Was wir natürlich machen. Unseren Fluss. Ah, das ist jetzt ja so, hat sich ja sowieso damit erledigt, hier mit unserem Schiff. Boot. Schiff. Wie auch immer. Plus 111 Häuser. Macht ja da, denke ich mal, mit am meisten Sinn. Das hier hin. Dann haben wir wieder ein Stück Schiene. Ein ziemlich wirres Schienennetz. Das kommt zu dem anderen durchdachten Schienennetz, was wir hier oben haben. So. So gibt das natürlich total viel Sinn. Da ist wieder ein Schienenendstück.
da können wir das enden lassen. Dann kommst du dahin. Das dahin. 23 Karten noch übrig. So, dann haben wir plus 4 Karten, glaube ich, bekommen. Es ist natürlich blöd, dass wir hier das Feld so weit abgegrenzt haben. Das habe ich nicht gut durchdacht. Was ist denn diese Fahne hier? Deswegen, was machen diese kleinen Fähnchen eigentlich? Wenn ich da mit dem Mauszeiger drauf gehe, zeigen die mir irgendwo an, dass das da rot wird? Okay. Wahrscheinlich irgendwas... Im tieferen Sinn wird es mit Sicherheit haben. So, das Stück sieht schon mal gut aus. Nehmen wir gleich mit, erweitern unseren Wald und erweitern unseren Wald. So, was haben wir hier? Na, die Sache ist natürlich jetzt. Achso, wir sind schon weit raus. Das ist noch gar nicht mal so groß. Ja, wir haben noch nicht mal für die Stufe 2 die 10.000 erreicht, aber man muss jetzt natürlich dann das Gesamtbild dann schon betrachten, dass man dann wirklich die Aufgaben halt erfüllt. Ne? Uns fehlen noch hier 10 Häuser, hier nochmal plus 18 Häuser, hier noch ein ganzer Urwald. Denn ehe man sich versieht, sind alle seine Karten weg und das Spiel ist dann vorbei. Und also die 10.000 würde ich schon gerne noch erreichen, muss ich sagen. So fürs erste Spiel 10.000 Punkte. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was die anderen, also wo jetzt die Highscores liegen. Wenn ich gleich schlechte Laune bekomme, wenn ich das dann sehen sollte. Aha. So, jetzt haben wir, müssen wir unsere Häuser erweitern. 118. Jetzt geht das. Ach, okay. Hier dürfen wir nur 10 haben. So 87 fehlen. Das ist schon ähnlich wie beim Darts, dass man genau passend sein muss. Relativ merkwürdiger Vergleich. Okay, Waldendstück, das ist nicht so. Können wir hier hinsetzen? Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt den Wald mit den... Aber wir müssen ein bisschen nach da oben gehen. Okay. Ja, why not? So. Wald mit Zug. Ach, guck an, da dürften nur exakt 10 Gleise dran. Wie soll ich denn das anstellen? Schließlich habe ich ja mir extra so ein großes Netz aufgebaut. Einfach irgendwo jetzt noch so ein neues Bahnnetz aufbauen, nur damit ich die 10 voll kriege. Aber vielleicht das erstmal machen. Ich brauche nur die 10 für diese Aufgabe. Ja. Hier brauchen wir noch 3 Häuser. Das würde jetzt hier von der Optik her gut passen. Würde uns hier noch ein Haus fehlen. Ich hoffe, das war jetzt nicht dumm. Das so hinsetzen. Jetzt können wir unsere Bahnschiene da oben. Versuch mal, das da so zusammenzubauen, dass das hier irgendwie sich verbindet. Das ist ein bisschen tricky.
Oh, ein einzelnes Haus. Ein einzelnes Haus. Das ist natürlich nicht so schön, weil ich dann nicht mehr um dieses Feld rumbauen kann. Weil ich würde ja schon gern unser Dorf hier miteinander verbinden. Wenn ich das da reinsetze, habe ich zwar das abgeschlossen mit dem einen Haus. Aber ich könnte ja dann... Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ha. Nee, ich setze das nicht dahin. Ich hoffe, dass ich noch ein anderes bekomme in einem Haus, so wie... ja, dass das irgendwie anders funktioniert. So, eine neue Aufgabe erfüllt. Würde ganz gut passen. Oh, Bäume. Bäume brauchen wir. Für unseren Riesenwald. Das will ich natürlich nicht alles hier zubauen, sonst kriege ich da nachher vielleicht mit den Bahnschienen Probleme. Das vielleicht dann in eine Verbindung bringt, dass dieses kleine Waldstück unten mit dem oberen in Verbindung gebracht wird. Jetzt haben wir natürlich dieses Lavendel freigeschaltet, aber dieses Lavendelbiom habe ich noch gar nicht bekommen. Ich würde das jetzt gern auch mal verbauen. So, haben wir wieder ein Haus, Endstück mit Wald. Ich muss an 33, exakt an 33 Häusern, also. Ah, schon mal tricky, ey. Uns noch zwei Häuser fehlen. Das würde nicht gehen, weil links würde uns ein Haus fehlen. Okay. Ha. Also ist gar nicht mal verkehrt, sich immer wieder kleinere Dörfer aufzubauen. Dass man die dann nach und nach in Verbindung bringen kann, dass man das genau passend macht. Ja, solche Felder meine ich dann für das Boot wahrscheinlich. Dass es wahrscheinlich dann nur auf diesen großen fahren kann. Okay, so hätten wir keinen Verlust. Da ist zwei Häuser. Dann kann ja unser Fluss da wieder entlang mitten. Oh, Skin freigeschaltet. Oh, es gibt sogar Skins. Das ist ja cool. Muss es ja nachher auch irgendwo eine Möglichkeit geben, dass man die dann einsetzen kann. Da muss ich mir mal das mal anschauen. So, dann haben wir hier schon einen runden Abschluss. Ein Haus. Genau das Feld habe ich gesucht. Dann können wir das abschließen. Wir hatten nämlich nur 14 Karten. Also das mit den 10.000, das könnte knapp werden, das zu erreichen. Das wäre höchst ärgerlich. Ich hätte mich schon gern die 10.000 geknackt. Aber ist noch nicht vorbei, ne? Wir haben noch 17 Karten. So, hier brauchen wir noch auch ein paar Häuser. Die müssen wir weiterbauen. Am besten hier unten. Das nützt uns jetzt nicht so viel. So ein Fluss. Ja, der macht ja sowieso hier, was er will. Plus 728 Bäume.
klingt ja schon mal gut. Dann haben wir ein paar Karten. Vier Häuser. Damit könnten wir zumindest schon mal... Oder wo ging das doch? Das erledigen. So. Und unsere Feldwirtschaft wird immer weitergeführt hier hinten. Schon ein relativ großes Feld, muss ich sagen. Also ein Weizen. So, dann haben wir das oben schon miteinander verbunden. Plus 5 Häuser. Das kommt mal direkt dahin. Dann haben wir ja ein Stück von den Schienen. Das kann ich... Achso, wegen dem. Ah, okay. Aber wir können es hier hinsetzen. Dann. Ich muss mir nochmal anschauen, was das mit den Fahnen bedeutet. Da ist ein Symbol drauf, was ich nicht sehe. Nö. Weil... Das muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß, da war was im Tutorial und ich hab's, ja. Wahrscheinlich... Ich hätte mehr Beachtung schenken sollen, was das mit der Fahne auf sich hat. So. Dann könnten wir... Also hier sehe ich, dass das rot ist, wenn ich auf die Dorffahnen gehe. Hm. Ach ja, genau, wir müssen hier unten unsere 20er weitermachen. Dann nützt mir dieses Haus eigentlich gar nichts. Tja. Hm, ich weiß nicht, wohin mit dem Haus. Setzen wir es mal da ein. Bäume, 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 Bäume. Schon mal ein paar rettende Karten gewesen. Noch ein Wasserbahnhof. Tja. Setzen wir da oben hin. Machen wir weiter mit unseren Bäumen. Fünf Häuser. Dafür ein plus 4. Dann lassen wir das auch gleich hier mit dem Wald angrenzen. 99 Weizenfelder. Die sollten wir jetzt aber haben. Haben wir nicht. Okay. Okay. So, 4 Häuser. Der macht ja sowieso, was er will. Komm, da lang und da lang. Unsere Bahnschienen. Gar nicht mal verkehrt. Auch ein Stückchen Wald mit dran. Ja, wir haben schon wieder 28 Minuten rum. Ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier. Das ist echt erstaunlich, dass schon wieder 28 Minuten um sind. Also das Spiel ist echt ein Zeitfresser, ne? Und vor allen Dingen, wenn du jetzt hier so vorsitzt und dich damit beschäftigst und allen drum und dran, das kriegst du gar nicht so richtig mit, dass da schon wieder so viel Zeit vergangen ist. Ja, das setzen wir noch hier hin. So, jetzt mit dem toten Feld hier, aber das platzieren wir noch hier im... Mich stört hier oben, dass da diese Lücke drin ist. Das stört mich ungemein. Das sieht einfach nur hässlich aus. Da fehlt mir so ein Filler, den ich da reinsetzen kann. Oder ich weiß auch nicht. Ja, setzen wir noch diese Bahnschienen. Also, wir sehen, es könnte knapp werden. 7.990 Punkte haben wir. Wie gesagt, die 10.000 würde ich gerne erreichen im ersten Spiel. Wir haben noch 13 Karten übrig. Leute, das könnte noch eine heikle Angelegenheit werden. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei gehabt, genau wie ich, und dass ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Macht es gut. Ciao.